ist Michael Jackson auch bei aller Glattgebügeltheit und Pop-Verständnis auch total viel Soul. Und wo Soul ist, ist auch immer Platz für Variation und für Adlibs. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt einen Film zu dieser letzten großen Tour, die er starten wollte und die nie passiert ist. Und man sieht bei diesen Proben sehr, sehr schön, wie nämlich rumprobiert wird und tierisch mit den Songs gespielt wird. Und The Way You Make Me Feel ist auf einmal ein langsamer Swing. Also da passieren ganz tolle Sachen. Und das ist, ich glaube, der ist nicht so weit weg davon, der Michael Jackson. Oder er war nie weit weg davon, vom Jazz und von der spielerischen Herangehensweise, auch wenn er ein großer Perfektionist war. Es gab im Jazz ja auch schon immer, oder eigentlich war Jazz früher auch Popularmusik. Und das ist vielleicht an bestimmten Punkten im Jazz auch manchmal verloren gegangen. Und ohne, dass wir das jetzt zurückbringen wollen, aber das sind Bezugspunkte. Also für mich ist Thriller eine wichtige Platte gewesen. Und ich halte Michael Jackson für einen der größten Künstler des letzten Jahrtausends. Ja. Jahrhunderts.